Rund um Wannsee ist keine Regatta wie jede andere. Allein der Massenstart von sage und schreibe 26 Achtern nimmt beinahe die gesamte Breite des großen Wannsees ein. Die Ruderer kommen zu diesem außergewöhnlichen Saisonabschluss aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus der Schweiz und aus England. Traditionell ist das Flaggschiff des Ausrichtervereins Berliner Ruderclub mit Top-Athleten besetzt, von denen die meisten bereits bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen angetreten sind. Und erwartungsgemäß setzt sich der BRC-Clubachter auch gleich in Front, fährt als erstes Boot vom Wannsee in die Havel. Dahinter wird mit harten Bandagen um die Plätze gekämpft. Die 15 Kilometer rund um Wannsee gelten nicht umsonst als eine der härtesten Regatten der Welt. Wir wollten natürlich klar auf Sieg fahren. Sind dann natürlich, haben wir der Steuerfrau gesagt, sie soll Kampflinie fahren. Und das hat sie natürlich auch gemacht. Dann kam es zu einer Kollision mit dem anderen Boot. Und dann haben wir uns halt die nächsten Kilometer gefühlt halt weiter mit denen gekappelt, so, bis halt irgendwann bei mir zum Beispiel vorne auf Schlag das Blatt durch war und ich nicht mehr weiterfahren konnte. Das Pech des ambitionierten BRC-Juniorenachters kann die Crew vom Ruderclub am Wannsee nutzen. Bekommt es aber ihrerseits mit einem starken Boot aus Basel zu tun. Wir hatten da noch den Achter aus der Schweiz, der auf uns raufgefahren ist am Ende. Und den konnten wir halt dadurch schlagen, dass wir die Gewässer hier kannten, die kleinen Seen. Und es war ein gutes Rennen auf jeden Fall. Ein gutes Rennen ist es auch für Paul Stewart Bennett und sein Team, das bereits zum zweiten Mal vom Upper Thames Rowing Club, rund 50 Kilometer westlich von London, nach Berlin gekommen ist. It's a very different challenge, racing for almost an hour. Es ist eine ganz andere Herausforderung, ein Rennen von fast einer Stunde auf solch einem Kurs zu fahren, wo es ziemlich enge Kurven gibt. Unser Team hat viele, viele Jahre auf olympischem Niveau gerudert und wir wollten mal andere Rennen fahren. Und dieses spezielle Rennen ist einfach ganz anders als alle anderen. This particular race is so different from any other. Am Ende gewinnen die Briten das Rennen in ihrer Kategorie. Der Gesamtsieg geht erwartungsgemäß an den BRC-Clubachter um Schlagmann Anton Braun. Es folgt das Boot vom Ruderclub am Wannsee vor dem Juniorenachter aus Basel. It's gonna be okay, okay.